Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute nur ein kürzeres Video für euch. Gestern kam mir das Update, beziehungsweise ich sag mal der kleine Patch mit rein. Es hat gar keine richtige Update-Nummer. Wir haben im Prinzip auch nicht viel Neues bekommen, außer die Ankündigung zum einen, dass Arsenal Sandsturm oder Sandstorm, ob Deutsch oder Englisch ist ja egal, nicht wie versprochen jetzt oder seit gestern kommt, sondern etwas später, weil die Macher, also weil Treyarch schon wieder irgendein Problem damit hat. Sie bitten das Ganze zu entschuldigen, das Ganze dauert noch ein bisschen, ihr könnt jetzt genau überlegen, wie lange das dauert. Das kann ein Tag sein, das können 3 Tage sein. Es gab auch keine Angaben darüber, warum das mit der Map aktuell nicht funktioniert. So schwer sollte es nicht sein, eine Map zu nehmen, die man schon hat, wo man im Prinzip das Wetter ein bisschen verändert. Man hat das ja schon ungefähr 18 Mal erfolgreich in dem Game hier gemacht. Soll aber nicht so schlimm sein. Wir haben gestern den neuen Modus bekommen, und zwar Team Deathmatch Herrschaft oder Herrschaft Deathmatch oder Deathmatch Herrschaft, wie auch immer man es nennen möchte. Der Modus geht zu 2 Runden a 200 Punkten. Insgesamt also 400, 2x200 ist 400. Das Ziel des Ganzen ist, wie bei Herrschaft, dass man Flanken einnimmt, um Punkte zu bekommen. Aber auch wie bei Team Deathmatch, dass ihr Kills macht, die ebenfalls zu den Punkten nachher dazu zählen. Es gab immer wieder Leute, die sich darüber beschwert haben, wenn die Herrschaft spielen, dass andere 100 Kills machen, aber keine Flagge einnehmen. Genauso gab es immer Leute, die sagen, ey, ich habe 100 Kills, du hast nur 0 Kills, dafür hat der andere 10 Flaggen eingenommen. Und die Idee von Treyarch, die ich sehr, sehr cool finde, ist im Prinzip, wir verbinden doch beide beliebten Modi einfach in einem einzigen. Und zwar Deathmatch Herrschaft. Ihr kriegt also einen Punkt auf eure Herrschaftspunkte pro Kill und ihr kriegt alle, ich glaube, 3 oder 5 Sekunden für eine Flagge, die ihr innehabt, ebenfalls einen Punkt. Das Ganze geht bis 400, auch das Ganze läuft aber wieder nicht flüssig, so wie wir es eigentlich erwarten könnten, denn die Medaillen werden nach wie vor nicht angezeigt. Das heißt, gestern habe ich eine Nuke erspielt in dem Modus und diese Nuke wurde mir nicht gut geschrieben und während der Runde wurde mir keine einzige Medaille angezeigt. Und auch nach der Runde wird keine Medaille angezeigt. Warum das so ist, ich kann es euch nicht sagen, Leute, es ist wieder Treyarch, ihr kennt das ganze Problem und das ganze Phänomen. Das auf jeden Fall zu dem Update, was wir gestern im Prinzip bekommen haben. Aber etwas viel, viel Interessanteres. Und zwar, Sony hat die ersten Details zur nagelneuen PlayStation 5 gestern veröffentlicht. Und ich werde euch einmal kurz vorstellen, was da ungefähr bei ist. Zum ersten ist die PlayStation 5 rückwärtskompatibel mit allen Spielen von der PlayStation 4. Das heißt, wenn ihr jetzt Black Ops oder Battlefield oder GTA für die PlayStation 4 habt, könnt ihr das später auf der PlayStation 5 ebenfalls spielen. Ob rückwärtskompatibel bis zu PS3 spielen und zurück ist nicht bekannt. Das sind leider noch nicht alle Infos, die wir bekommen haben. Die PlayStation 5 wird als allerletzte New-Gen-Konsole Hard Media benutzen. Das heißt CDs, DVDs, Blu-Rays, Spiele als CD-Form passen dort noch rein. Alle anderen Konsolen, die danach kommen, auch wenn die Xbox später kommt, auf der E3 dürfte man über die Xbox die ersten Infos bekommen, wird das nicht mehr unterstützen. Das heißt, in Zukunft werden wir richtige CDs nicht mehr ins Laufwerk reintun können, sondern müssen die CDs dann wahrscheinlich entweder als USB-Stick kaufen, das könnte demnächst so kommen, oder eben ganz normal im PlayStation Store oder als Key irgendwo bei Amazon dann im PlayStation Store eingeben. Wir haben einen 8-Kern AMD-Prozessor in der PlayStation 5 drinne. Das heißt, die Arbeitsrechnung davon wird auf jeden Fall ganz gut sein. Eine Radeon Navi GPU-Karte unterstützt bis zu 8K-Auflösung. 8K, ich glaube nicht, dass ein Fernseher das aktuell kann. Die Grafikkarte ist aber schon mal darauf vorprogrammiert. Dazu haben wir eine neue SSD-Festplatte, die mehr Speicher anbietet und Ladezeiten verringert. Als Beispiel wird hier Spider-Man-Ladezeit angefügt, da ist die Ladezeit bei ca. 15 Sekunden. Und mit der neuen Festplatte und dem Speicher davon soll das Ganze auf ca. 1,8 Sekunden runtergedrosselt werden. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Wenn wir uns genau angucken, was da mit drin ist, dann ist der CPU auf der 3. Generation vom AMD Ryzen. Ich habe leider keine Ahnung davon, ich habe mir den Rechner zusammenstellen lassen. Ich weiß, dass AMD und Ryzen, A als AMD ziemlich bekannt und der Ryzen ist die gute Produktionsgruppe. Auf jeden Fall ist das der Kern von dem Ganzen mit 8 Kernen, die da frontal drauf gebaut sind. Dazu haben wir dann das Phänomen, dass die Grafikkarte Licht so gut simulieren kann, dass es aussieht wie in 3D. Das heißt, was wir da bekommen, weiß ich noch nicht genau, ist auf jeden Fall die Ankündigung, die wir sozusagen so bekommen haben.
Viel mehr haben wir leider noch nicht zu dem Ganzen. Auf der E3 wird PlayStation keinen Extrastand für die PlayStation 5 haben. Das bedeutet, auf der E3 könnt ihr euch, falls ihr da seid, ich werde nicht da sein, könnte man sich theoretisch die ersten Infos und vielleicht auch die neue Xbox einmal vor Ort angucken, zumindest einzelne Teile davon, aber leider keine Teile zur PlayStation 5. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen informiert über das, was gestern und heute los war. Viel mehr soll es heute nicht sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Ich bin raus. Haut rein.